Thank you, Dave. Anfangen hilft. Diesen Satz hat mein Vater früher immer zu mir gesagt und nur allzu oft habe ich ihn gehasst. Er sagte diesen Satz immer dann zu mir, wenn ich vor irgendeiner großen Aufgabe stand. Zum Beispiel, als ich vor dem Berg Zahlen fürs Mathematikabitur saß und mir ziemlich sicher war, dass ich als nicht gerade Zahlenmensch das auf gar keinen Fall schaffen würde. Dann lief er immer fröhlich durch die Wohnung und trällerte nur, Lena, Anfang hilft, du machst das schon. Und kennt ihr diese schlauen Sätze, die meistens von den Eltern kommen, die einem in dem Moment meistens so gar nicht helfen und wo man sich aber leider so ein paar Jahre später oftmals eingestehen muss, verdammt, vielleicht hatten sie doch recht. Heute darf ich mit euch über Technology and Society sprechen, about new realities where tales come true. Und meine Geschichte startete als kleines Mädchen in dem Moment, als ich realisierte, dass mein Vater ein Familienunternehmen in dritter Generation führt, das mein Urgroßvater vor über 100 Jahren gegründet hat. Lasst mich euch mitnehmen auf meine letzten ungefähr 8 Jahre, in denen ich meinen Weg zwischen Society and Technology gefunden habe und vor allem zu meiner heutigen Überzeugung gekommen bin, nämlich People First. Spulen wir ungefähr zurück in das Jahr 2017, 2018. Zu dem Zeitpunkt war ich mir noch zu 100%, wahrscheinlich sogar eher zu 1000% sicher, dass ich auf gar keinen Fall das Familienunternehmen übernehmen werde. Für mich war klar, dass die Familientradition entweder mit meiner Generation zu Ende geht oder aber einer meiner beiden jüngeren Geschwister die Nachfolge antreten wird. Für mich war das mindestens 10 Nummern zu groß und da half auch alles Anfang hilft, was mein Vater mir selbstverständlich immer wieder entgegenbrachte, so überhaupt nichts. Und außerdem, was sollte denn meine Aufgabe sein in einem stationären Möbelhaus? Gibt es das in 10 Jahren überhaupt noch? Was wäre meine Aufgabe als vierte Generation? Die habe ich einfach nicht gesehen. Ich kam aus der Uni und war getrieben von Digitalisierung. Ich lebte in vielerlei Hinsicht zu diesem Zeitpunkt eigentlich das Leben, von dem ich immer geträumt hatte. Ich lebte mitten in Berlin, der Tech-Szene Deutschlands. Ich war Gründerin eines Online-Shops und wir hatten ein Büro mitten am Rosenthaler Platz. Also wer Berlin kennt, wirklich mittendrin. New Work war für uns völlige Normalität und bei uns war alles von A bis Z digitalisiert. Mit den Menschen hatten wir relativ wenig zu tun. Wir analysierten unsere Kunden über Smart Data Analysis Programme, über irgendwelche Bots kommunizierten wir mit ihnen. Und ich sagte gerade schon, es war in vielerlei Hinsicht das Leben, von dem ich immer geträumt hatte. Hip, irgendwie fancy, digitalisiert, weit weg von zu Hause im coolen Berlin. Ja, und mir war langweilig. Mir war sogar stinkend langweilig und manchmal wird mir noch langweilig, wenn ich jetzt daran denke. Ich hatte definitiv genug Arbeit. Aber woran lag es? Zur gleichen Zeit hier im schönen Kassel, wo wir alle zusammen sitzen, wurde mein Vater immer ein bisschen neugieriger. Er guckte immer nach Berlin und schaute, was wir da eigentlich so machen. Und an dem Tag, an dem er mich anrief, um mir zu sagen, dass dieses Thema Digitalisierung immer wichtiger wird in der Möbelbranche, die schon lange hinterher war zu dem Zeitpunkt, und er eigentlich überhaupt nicht weiß, wie er das ganze Thema angehen soll, konnte ich dann endlich mal zurückschlagen mit seinem eigenen Satz und sagen, Papa, Anfang hilft. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das so ein kleines Erfolgserlebnis in diesem Moment. Und wir sind aber ins Gespräch gegangen. Und nach einigen Wochen einigten wir uns darauf, dass wir das erste kleinere Digitalisierungsprojekt zu Hause umsetzen würden. Ich fuhr also von Berlin nach Kassel und war mir sicher, die ganze Welt wartet dort auf mich. Jetzt komme ich und digitalisiere den Laden mal durch. Wir nahmen uns die Lampenabteilung raus in einem Möbelhaus. Ich glaube, jeder von euch war schon mal in einem Möbelhaus. Ist es eine recht kleine Abteilung, also nicht ganz so wichtig, nicht so schlimm, wenn wir Fehler machen. Und die sollte nun digitalisiert werden. Wir kauften Tablets, wir wollten die Lampenabteilung digital vergrößern über den Online-Shop, den ich ja bereits hatte. Wir wollten, dass kein Kunde mehr den Laden verlässt, weil er nicht die richtige Lampe findet, weil das Sortiment online entsprechend so groß ist. Und alle Lampen, die wir nicht vor Ort hatten, sollten direkt vom Hersteller an den Endkunden geschickt werden. In 24 Stunden sollte man also jede gottverdammte Lampe haben, die man sich so aussuchen konnte. Ich stellte das Projekt vor zu Hause und habe Dankbarkeit erwartet.
Ich dachte, alle fallen jetzt vor mir auf die Knie, weil ich sie so toll technisch ausstatte und wir endlich alles neu machen und vor allem völlig anders wie alle anderen Möbelhäuser. Ein echter Wettbewerbsvorteil. Ich erntete etwas völlig anderes, nämlich einen Shitstorm. Ich erinnere mich noch gut an meine Kollegin Heidi, die zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr 20 Jahre für meinen Vater arbeitete. Und sie guckte mich an und sagte, ziemlich wortwörtlich, werde ich nie vergessen, Lena, du hast keine Ahnung, wovon du da redest. Und wenn du mir nicht auch endlich mal zuhörst oder uns vielmehr, dann sitze ich das hier einfach nur aus und freue mich auf den Tag, an dem du endlich wieder im Zug zurück nach Berlin sitzt. Genau, das hatte gesessen und es passierte natürlich genau das, was passieren musste, wenn die Technik stimmt, aber keiner Bock drauf hat und keiner überzeugt davon ist. In dem Moment, wo ich hier in Bahnhof Wilhelmshöhe in den Zug gestiegen bin, war das Projekt eigentlich beendet. Aber das Ganze hatte trotzdem etwas mit mir gemacht. Und an diesem Tag zurück im Zug nach Berlin hatte ich für mich verstanden, dieses Familienunternehmen ist mir so viel näher, als ich dachte. Und eigentlich kann ich mir im Herzen nichts Geileres vorstellen, als das fortzuführen, was mein Uropa vor über 100 Jahren gestartet hat. Aus alt mach neu, wie geil ist das denn? Also trat ich am 1. April 2019 dann doch die Nachfolge an, nachdem ich 27 Jahre meines Lebens sicher war, dass ich genau das auf gar keinen Fall tun würde. Und hier in Kassel war natürlich Digitalisierung angesagt. Mein Kopf schrie ganz klar, Lena, jetzt ist Digitalisierung auf dem Plan. Mein Vater erwartete Digitalisierung und auch die ganze Branche sprach von nichts anderem. Zum Glück erinnerte mich mein Bauch daran, was wir ungefähr ein halbes Jahr vorher ja noch erlebt hatten. Und er sagte zu mir, Lena, vergiss nicht, beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Ohne die Leute werden wir die Projekte entsprechend nicht schaffen. Und somit startete an diesem Tag das wohl anstrengendste, aber auch erfüllendste Projekt meines bisherigen Lebens, denn wir entschieden uns dafür, die Digitalisierung ganz bewusst auf die Ersatzbank zu schieben und uns erstmal mit uns zu beschäftigen. Den Menschen hinter unserer Marke, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch den Kunden und Kundinnen, den Kasslern und Kasselänerinnen, die sich mit unserer Marke beschäftigen. Ich wollte gemeinsam träumen. Ich wollte eine gemeinsame Vision bauen. Ich stellte die Fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Wo seht ihr uns? Aber die Kollegen und Kolleginnen machten leider noch nicht mit. In jeder Frage, jede Frage endete eigentlich in einer Auskotzstunde. Und es kam alles auf den Tisch, was die letzten 100 Jahre so falsch gelaufen ist. Und ihr könnt euch vorstellen, das war ein bisschen was. Und das hat ehrlich gesagt auch richtig wehgetan. Ich musste zuhören und sehr, sehr viel Kritik auch annehmen, die mit mir ja erstmal gar nichts zu tun hatte, denn ich war neu im Unternehmen. Aber sie hatte durchaus etwas mit meiner Familie zu tun. Zum Glück sprangen ein paar Mitarbeiter ein und erkannten irgendwann, dass wenn wir es jetzt nicht schaffen, eine Stunde Null herbeizuführen und dann nicht mehr zurückzublicken, sondern nur nach noch vorne, wir nicht weiterkommen würden. Und sie schafften es, uns alle zu überzeugen. Wir schafften also diese Stunde Null. Und da fragten wir uns dann wirklich die richtig wichtigen Fragen. Was ist eigentlich unsere Vision für die Zukunft? Wie sehen wir uns und wie wollen wir gesehen werden? Verkaufen wir einfach nur Möbel oder tun wir eigentlich sehr viel mehr? Wann stehen wir morgens gerne auf und gehen gerne zur Arbeit und wann gehen wir abends wieder glücklich nach Hause? Wir träumten wirklich bereits und das Projekt bekam plötzlich einen Namen. Die Mitarbeiter kauften sich kleine Smile-Buttons, liefen damit durchs Möbelhaus und erzählten immer wieder Kunden davon, was es mit diesem Projekt Smile eigentlich auf sich hat. Und mein Kollege Horst sagte so schön, Smile, das bringt das Lächeln zurück. Wie schon gesagt, wir träumten zusammen und unsere Vision erwuchs immer mehr zum Leben. Und was war eigentlich mit der Digitalisierung? Die saß zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr auf der Ersatzbank. Denn ohne dass wir aktiv darüber nachdenken konnten, steckten wir Hals über Kopf in Digitalisierungsthemen. Die Digitalisierung von meinem Kollegen Falco, er sagte so schön, die wurde plötzlich zu unserem Lieblingskollegen. Und diesem Lieblingskollegen warfen wir alles das hin, für das wir eigentlich schon längst keine Zeit mehr haben. Unnötige Abtipparbeiten, irgendwelche Routineaufgaben, alles das, was die Technik so viel besser kann als wir. Und somit schenkte die Digitalisierung, man kann schon fast sagen, sie war unser Freiheitskämpfer, uns die Zeit und auch das Geld, uns mit den Sachen zu beschäftigen, die sie uns eben nicht abnehmen kann. Und das ist eigentlich mein großes Learning daraus. Es wurde eben schon gesagt, human is the next big thing.
Jede Technik ist alleine, ist immer nur so gut wie die Menschen, die dahinter stehen und die sehen, was wir mit der Technik, eigentlich machen können. Und diese Überzeugung hatten wir bei uns im Unternehmen gemeinsam gebaut. Aber was braucht es jetzt eigentlich, um so ein Human is the next big thing oder People First Environment zu bauen? Für mich braucht es vor allem drei Punkte. Zum einen braucht es Mut. Mut zu einem neuen Mindset, zu hinterfragen, was brauchen wir eigentlich wirklich und was ist nur da, weil es schon immer so war. Mut zur Individualität, was passt eigentlich zu uns, nicht was passt zu irgendwelchen anderen. Was sehen wir in uns selber? Ich bin der Meinung, nach dem technischen Fortschritt, den wir jetzt hatten und der zum Glück ja auch immer weitergeht, braucht es jetzt auch den menschlichen Fortschritt, den ganz individuellen Fortschritt. Und dabei können wir sehr, sehr mutig sein, denn nur dann können wir auch wirklich kreativ sein und neue Dinge entwickeln. Und zum Zweiten braucht es Vertrauen. Vertrauen in uns selbst und in uns gegenseitig. Ich persönlich, ich will Visionärin sein und ich will auch Rebellin sein, liebevolle Rebellin. Ich will immer wieder neue Dinge ausprobieren, neue Visionen in die Tat umsetzen und ich weiß, dass ich dabei immer mal wieder auf die Nase fallen werde. Ich weiß aber auch, dass ich immer wieder aufstehen werde und es immer wieder neu probieren möchte. Und genau das wünsche ich mir auch von meinen Kollegen und Kolleginnen, von meinen Freunden und Freundinnen, von meiner Familie und von euch allen, wie sie hier im Raum sitzen. Denn wir brauchen, glaube ich, ganz, ganz dringend noch mehr Kreativität, Innovation und all diese Dinge gehen nur, wenn wir dieses Vertrauen haben, dass wir auch mal falsch liegen dürfen und nicht alles von Anfang an funktionieren muss. Und drittens braucht es in meinen Augen, natürlich gilt es für alle, Anfangen hilft. Lasst uns gemeinsam den Menschen wieder in den Vordergrund stellen und dann die Technik so nutzen, dass wir das maximal Beste rausholen können. Ich freue mich, mit euch allen diesen Weg zu gehen und sage vielen Dank.